Hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Ja, in der letzten Folge habe ich es nicht einfach gehabt, weil ich hier jemanden ablenken musste und weil ich ständig Probleme mit dem Controller hatte. Aber komme ich hier durch? Ja. Aber wir suchen jetzt Danas Zimmer. Mal schauen, das müsste der Lagerraum sein, von dem die gesprochen haben. Wäre schön, wenn ich auch was sehen würde, wo ich jetzt gerade langlaufe. Mehr Waren für den Laden. So. Ich dachte, ich darf mich wenigstens umsehen. Okay. Ist das dunkel hier? Kein Wunder bei all den vernagelten Fenstern. Okay. Wer vernagelt bitte seine Fenster? Da unten ist Werkzeug, vielleicht brauche ich das noch. Okay. Hier verbringt Frau Hegel wohl ihre Pausen. Mit dem alten Fernseher, na gut. Moment, was ist das? In Erinnerung an das immerwährende Band zwischen den Roses und den Zimmers. Okay. Das scheint auf jeden Fall wichtig zu sein. Weiter kann ich mich leider nicht umsehen. Was bist du? Hallo? Ich würde das Ding gerne benutzen. Hallo? Ach so, das ist nur die Tür. Oh, ernsthaft? Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. In der Hoffnung, dass die jetzt nicht gleich neben uns steht. Das Haus nach der Bombardierung. Oh je. Mai 1945. Ja, aber ansonsten ist hier scheinbar nicht allzu viel zu finden. Aber es sieht tatsächlich sehr renovierungsbedürftig aus. Okay, also da sind wir dann einmal durch. Ah, da geht's noch weiter. Dann vermute ich mal, dass irgendwo. Achso, das ist nur die Treppe. Irgendwo hier das Zimmer sein sollte. Oder auch nicht. Das ist definitiv nicht ihr Zimmer, aber es könnte ihr Badezimmer vielleicht sein. Mal gucken. Hier ist nichts Interessantes. Ja, dann gehen wir noch weiter. Okay, das ist ekelhaft. Ich hoffe, du knallst da jetzt nicht runter. Ah. Genau das, was ich brauche. Ja. Und wieso konnte ich das eben nicht mitnehmen? Also direkt unter mir. Ein Doppelbett. Viel Platz. Das war wohl das Schlafzimmer von Danas Eltern. Wo ist denn Danas Zimmer? Die Anzahl der Räume passt nicht zusammen. Ja, was heißt das denn? Ich muss ja irgendwie da runterkommen. Genau das, was ich brauche. Ja, ich weiß, aber ich muss ja irgendwie da runterkommen. Ach so, hier bin ich. Ah. Die Roses. Okay. Aber mehr ist schon wieder nicht drin. Na toll, okay. Ja, das heißt, ich muss eigentlich nach unten, wo ich aber schon war. Oder ich kann es jetzt erst nehmen. Das kann natürlich auch sein. Mal schauen.
Halt, stopp. Da kann man dann noch irgendwas. Ja, aber nichts wirklich Interessantes. So, die Frage ist, haben wir hier oben jetzt noch was? Das sieht mir so nach ganz oben aus. Ah, nee, es geht doch noch weiter. Oh je. Schauen wir erstmal noch hier oben. Zugemauert. Wahrscheinlich ist das während der Renovierungsarbeiten nach dem Krieg passiert. Oder auch nicht. Na gut, dann versuchen wir jetzt irgendwie nach unten zu kommen. Und da war aber doch noch ein Schreibtisch. Da kann ich trotzdem nichts mitnehmen. Na gut. Und da irgendwie reinzukommen, das wollte ich eigentlich sagen. Moment, hä? Da müsste ich ja quasi hier links rein. Das heißt, von da aus müsste ich ja theoretisch nach rechts. Jetzt ist es aber irgendwie sehr unlogisch. Moment, bin ich durch die Tür? Das war aber definitiv nicht der Raum hier. Aber trotzdem kann sie es hier rausnehmen. Naja, gut, okay. Das Zimmer im Hintergrund des Porträts muss im Dachboden liegen. Das heißt was? Dass ich jetzt oben irgendwie alles aufbrechen muss oder was? Danas altes Zimmer finden. Jeden Fall habe ich hier nichts, was ich mitnehmen kann, um irgendwas kaputt zu machen. Ist das dunkel hier? Kein Wunder bei all den vernagelten Fenstern. Mehr Waren für den Laden. Ja. Frage ist, muss ich das jetzt irgendwie aufbrechen oder? Ich bin jetzt einigermaßen verwirrt, ehrlich gesagt. Sagt die hier irgendwas Neues? Zugemauert. Naja. Wahrscheinlich ist das während der Renovierungsarbeiten nach dem Krieg passiert. Steht ja auch nicht drin, ne? Immer noch Danas altes Zimmer finden. Jetzt bin ich aber wirklich verwirrt hier. Ich würde ja jetzt sagen, ah nee, da ist überhaupt nichts. Das ist das Badezimmer von den Eltern. Aber da komme ich nirgendwo anders hin. Auch nichts anderes mehr. Da komme ich auch nicht durch, ne? Da komme ich nur zu einem kleinen Ding da. Ja, das verwirrt mich jetzt wirklich. Hättet ihr es nicht einfach so machen können, dass man da reingehen kann? Keine Leiter, die man benutzen kann oder so, ne? Da vergeht einen dann auch so ein bisschen die Lust, wenn man dann sowas hat. Also mir geht es zumindest immer so. Nein, andersrum. Das haben wir schon alles untersucht.
Dana in ihrem Zimmer. Dem Licht und der Uhr hinter Dana nach zu urteilen, muss ihr Zimmer nach Norden gehen. Das ist toll. Und wie soll ich jetzt herausfinden, wo Norden ist? Ist im Dachboden. Das Zimmer liegt nach Norden. Kann ich aber auch sonst nichts anderes irgendwie... Das ist es. Was denn? Ich glaube, ich weiß, wo Danas Zimmer ist. Klären Sie mich bitte auf. Nun, eines der Fotos zeigt ein Schlafzimmer, das nicht im zweiten Stock ist, richtig? Und wir wissen, dass das Treppenhaus damals zugemauert wurde und in ein anderes Stockwerk führt. Dort müssen wir also Danas verschwundenes Zimmer finden. Das scheint in der Tat plausibel. Und wie? Mit etwas Glück ist das Zimmer noch genauso, wie es Dana vor Jahren verlassen hat. Und enthält vielleicht Hinweise, die uns auf ihre Spur bringen. Ich muss nur einen Weg finden, wie wir in den dritten Stock kommen. Da Sie keine positive Beziehung zu Frau Hegel etablieren konnten, wäre der nächste vernünftige Schritt, sich das Gebäude von außen anzusehen. Sie haben recht. Gehen wir, Oskar. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Einziger Weg wäre dann ja eigentlich von außen. Oder mit einem riesigen Gepolter. Ja, da wollen wir mal lieber nicht drüber nachdenken. Ich habe echt die ganze Zeit überlegt, ob wir hier einen Vorschlaghammer brauchen. Die Frage ist jetzt nur, wenn wir jetzt da wieder rausgehen, da kriegen wir wahrscheinlich einen riesen Anschiss, weil sie das wahrscheinlich schon mitbekommt. Na schade, wir können auch leider nicht hier durch. Okay, wir gehen trotzdem mal durch. Ja, sie scheint uns nicht bemerkt zu haben. Also sie ist anscheinend immer noch im Kundengespräch oder was, keine Ahnung. Oh nein, sie steht. Doch, sie ist im Kundengespräch. Lalala. Aber kurz mit dir reden. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Nein, können wir nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder. So, das Gebäude von außen ansehen. Das haben wir zwar schon versucht. Aber vielleicht wird jetzt auch irgendwas freigeschaltet. Auch jetzt kann hier wieder nichts mehr sehen. Ich denke mal, wenn, dann von der anderen Seite, oder? Ah. Oskar, ich brauche Ihre Meinung hierzu. Ah, viel besser. Offenbar führt diese Feuertreppe zu jedem Stockwerk des Hauses. Das ist korrekt, Kate Walker. Vielleicht können Sie sie benutzen. Das ist die Frage. Also, die geht nach ganz oben. Die fängt unten... Ach so, das ist da, wo das zugemauert ist. Ah. Okay. Das heißt aber gleichzeitig, dass wir nämlich auch da definitiv raus müssen. Weil wir ja sonst nirgendwo hochkommen, so wie es aussieht. Finden Sie einen Weg in Danas Zimmer? Wieso komme ich hier eigentlich nicht raus? Hallo? Muss ich hier noch irgendwas machen, oder? Oh, Moment. Ah. Und was meinen Sie, Oskar? Ich meine, ich hätte gern einen Körper mit längeren Beinen. Ich meinte dieses Fenster dort oben. Das muss Danas Zimmer sein. Oh, natürlich. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie da richtig liegen. Aber die sind beide zugemauert. Brauchen wir doch einen Vorschlaghammer? Hallo? Ich will hier doch einfach nur wieder raus. Na?
sieht aus, als führte die Treppe zu jedem Stockwerk. Auch Danas. Ja, wissen wir. Ich mutmaße, dass Sie wahrscheinlich recht haben, Kate Walker. Das wissen wir doch alles. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt aus diesem Bild hier wieder heraus? Moment, was ist das? Die Fenster im zweiten Stock nützen uns nichts, wenn wir zur Treppe wollen. Die anderen auch nicht. Die sind ja auch zugemauert. Von den Fenstern im ersten Stock aus erreichen wir die Treppe nicht. In der Tat. Alle Fenster, die in Frage kommen, sind blockiert. Das ist eine sehr intelligente Schlussfolgerung, Oscar. Dankeschön. Bringt mich aber überhaupt nicht weiter. Die Leiter nach oben ist eingeklappt. Zu hoch, ich kann sie nicht runterziehen. Hm. Was ist das? Offenbar ist da oben ein Mechanismus, um die Leiter herunterzulassen. Ja, kann Oscar mir nicht helfen? Hallo? Vielleicht muss ich ihn irgendwie oben irgendwo reinlassen oder so? Könnte natürlich sein. Moment, was ist das? Ah. Diese Regenrinne führt zu einem Vorsprung, der zur Treppe führt. Laut meinen Berechnungen hält die Regenrinne sie nicht aus, Kate Walker. Und selbst wenn sie leichter wären, wäre der Vorsprung für sie zu schmal. Ey, wollen Sie mir was sagen, Oscar? Ja, Sie sind zu schwer und zu breit, Kate Walker. Für den Vorsprung. Danke sehr, Oscar. Aber du nicht, Oscar. Also wird es gar nicht so leicht werden, Danas Zimmer über die Treppe zu erreichen. Es ist der einzige Weg. Von innen ist der Zugang über den ersten und zweiten Stock nicht möglich. Und das Treppenhaus im dritten Stock ist zugemauert. Die Feuertreppe ist unsere einzige Möglichkeit, Kate Walker, aber Sie können die Regenrinne nicht hochklettern, weil sie zu groß und schwer sind. Ich habe schon verstanden, danke. Gern geschehen, Kate Walker. Also ist unser einziger Weg nach oben die Feuertreppe. Wofür wir die Leiter vom ersten Stock herunterlassen müssen. Ja, dann mach mal deinen Job, Oscar. Regenrinne nutzen, Oscar. Wenn das so ist, gibt es nur eine Lösung. Da Sie so leicht und schlank sind, Oscar, müssen Sie die Regenrinne raufklettern und den Vorsprung entlanglaufen. Dann müssen Sie nur noch den Mechanismus aktivieren, um die Leiter herunterzulassen, mit der ich, Dickerchen, auf die Treppe komme. Ich bin nicht dazu gemacht, Regenrinnen zu erklimmen, Kate Walker. Ich bin ein Präzisionsautomat. Kommen Sie, Oscar. Sie haben in Baranur nur mehr als einmal den Tag gerettet. Das liegt Ihnen doch zweifelsfrei im Blut. Aber wie kann ich mich dazu herablassen, herumzukriechen wie eine Ratte? Weil Sie ein feiner Kerl sind und mein treuer Freund? Ach, das muss ich auch noch selber machen. Ach du Scheiße. Aber es ist zumindest mal lustig. Kate Walker, okay. Hilfe! Ich glaube, ich stecke hier fest. Ernsthaft? Manchmal können Sie zwischen Kate und Oscar wechseln. Ach so, okay. Ruhig bleiben, Oscar. Ich komme. Ich wollte gerade sagen, tritt die ihn jetzt in den Hintern oder was? Bin ich jetzt wieder er? Ja. Herumklettern wie ein Eichhörnchen. Was für eine Zumutung. Aber mal geil mit diesen Perspektivenwechsel. Ist da oben alles okay? Ja, Kate Walker. Ich muss nur... Festhalten, Oscar! Das tue ich, Kate Walker. Glauben Sie mir. Sie müssen jetzt springen, Oscar. Schnell! Ja, dann springen. Gedrückt halten funktioniert ja nicht, also springen. Hallo?
Wie oft oder wie schnell soll ich hier A drücken? Irgendwas mit nach vorne halten oder so geht auch nicht. Sag mir bitte nicht, dass das ein Bug ist. Ah, jetzt kann ich gedrückt halten. Was ist denn das? Geschafft, Oscar. Gut, dass Ihnen nichts passiert ist. So kann man es wohl auch ausdrücken. Und gut, dass Sie dabei wie immer so positiv bleiben. Also ich habe jetzt sicher 4 oder 5 Mal versucht, das gedrückt zu halten. Das hat nicht funktioniert. Und nachdem ich dann die ganze Zeit gedrückt habe, einfach wie so eine Bekloppte, dann ging's. Muss ich auch nicht verstehen. Dieser nutzlose Körper. Jetzt muss ich einen anderen Weg finden. Okay, dann machen wir das doch. Wir können noch die Regenrinne ein bisschen hoch. Und schon wieder ganz hinaufklettern. Seien Sie vorsichtig, Oscar. Guck dich doch nicht um. Ach, oh, das war jetzt nichts Gutes. Oh, Himmel. Verehrte Frau Taube. Lieber Madame Taube, Verzeihung. Madame Taube, wären Sie so gütig, mich vorbeizulassen? Hier werde ich wohl Hilfe brauchen. Kate Walker, ich brauche Sie nochmal. Ja, wie soll die denn bitte schön da die Taube? Wie soll ich diese Taube bloß loswerden? Ja, eben. Na, komm schon. Das funktioniert nicht. Was ist das? Nein, ich glaube nicht. Ach, ein Stein. Und ich dachte, was will die mit den Blumen? Ich kann ihn nicht nach der Taube werfen. Aber vielleicht anderweitig verwenden. Und wie? Habe ich nur das? Nicht, dass ich hier mehrere Sachen zur Auswahl habe? Okay, gut. Ha, das war wohl deutlich genug. Okay, das heißt, hier muss ich jetzt die Treppe nochmal runter, ne? Vielleicht ist dieser Körper am Ende doch noch von Nutzen. Aua. Wo bin ich jetzt? Hilfe. Aber schon irgendwie cool. Ach, da hinten. Okay. Wie kommt er jetzt da hoch? Boah. Okay. Aber wie kriege ich das Ding jetzt auf? Kate Walker, wenn ich als Kanonenkugel dienen sollte, hätte ich wohl eine Zündschnur. Das ist höchst unwürdig. Kopf einziehen, Oscar. 1. Wenn Hans Vorarlberg mich jetzt sähe. 2. 3. Würdelos. Oh weh. Oh weh. Wirklich? Behandelt man so einen intelligenten Automaten? Wenn Herr Vorarlberg mich so sähe. Warum hat das niemand gehört? Er würde sagen, Sie haben wieder einmal den Tag gerettet, Oscar. Sie haben sich selbst übertroffen. Okay. Finden wir heraus, was nach der Zeit auf der Hütte aus Dana wurde. Kein Zweifel. Das muss Danas Zimmer gewesen sein.
Aber damit die Folge jetzt keine große Überlänge bekommt, werden wir den Rest hier in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.